haben drei Angebote draußen. Wir haben ein Projekt, das gerade in Produktion ist. Wir haben Workshops momentan, die Vorangebot sind bei uns. Das heißt, das ist in Wirklichkeit, haben wir, dass wir es uns erhofft haben, dass wir einfach neue Kunden gewinnen können und die Chance haben, neue Kunden zu gewinnen, haben wir erreicht durch euch. Und das ist um einiges einfacher, als ich gedacht habe. So, hallo, willkommen zu dieser Case Study von ClapRap. Wir sprechen heute mit Karl Reinisch, dem Geschäftsführer von Reinisch Technologies, einem Softwaredienstleister aus Wien. Wir arbeiten jetzt schon seit einigen Monaten zusammen und sprechen heute ein bisschen darüber. Hi Karl. Servus, grüß dich, freut mich. Freut mich auch. Dann lass uns doch mal zum Einstieg mit einer simplen Frage starten. Was macht Reinisch Technologies? Ja, wir sind ein Software-Dienstleistungsunternehmen. Wir machen Individualentwicklungen. Überall, wo Standardlösungen nicht mehr ausreichen, kommen wir halt am Plan in Wirklichkeit. Ja. Uns gibt es seit 2004. Wir sind dann 2015 haben wir dann eine Umgründung gemacht in der GmbH, sind mittlerweile auf 26 Personen angewachsen und haben zwar keine wirkliche Spezialisierung, aber Schwerpunkt. Das heißt, wir machen sehr viele ERP, CRM-Systeme, CMS-Systeme, aber auch sehr viele Individualisierungen. Ja. Was wir auch machen, was wir jetzt brauchen, ist, wir machen hardware-nahe Entwicklungen, Steuerungen und eigentlich alles, was wir glauben, dass wir im Nachgang gut supporten und auch warten können und weiterentwickeln können, bieten wir an. Mhm. Cool. Und warum habt ihr euch denn damals entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten? Ja, das ist ja eine ganz witzige Geschichte. Wir haben dadurch, dass wir auch vertriebsmäßig immer ein bisschen eine Challenge haben, haben wir immer wieder dadurch, dass wir auch gesucht haben, Inserate gehabt haben, bin ich oft angeschrieben worden von Firmen, die mir immer Business angeboten haben und immer Akquise macht und haben uns immer versprochen, dass uns Millionen bringen. Und grundsätzlich ist es so, dass die Ansprache von ClapRap herausgestochen ist. Ja. Das heißt, ich habe mich persönlich angesprochen gefühlt. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, der ist auf jeden Fall wert, dass ich eine Absage schicke, ja, und das, weil es kein automatisiertes und kein generiertes Mail war. Und habe halt zurückgeschrieben, wenn du dich erinnern kannst, habe ich gesagt, dass ich nicht glaube, dass ihr uns helfen könnt, weil wir machen die Dualentwicklung, das ist sehr schwer zu verkaufen, ich habe kein Produkt. Daraufhin haben wir uns einen Termin ausgemacht, weil ich gesagt habe, du kannst mir trotzdem helfen. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Ich habe mir dann gedacht, grundsätzlich, wenn er es geschafft hat, mich dazu zu bringen, dass ich in einen Termin komme, in ein Gespräch und in ein Verkaufsgespräch verwickelt werde, dann wird er das bei anderen auch schaffen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, also die Kleber hat auf jeden Fall eine Chance verdient, wenn er das für uns auch schafft. Und nein. Auf der anderen Seite war es auch so, dass das Angebot dann auch und der Vertrag auch sehr individuell auf uns zugeschnitten war, was mir natürlich auch entsprochen hat, ja, was mir gefallen hat. Mhm. So hat das angefangen, siehst du, und jetzt sitzen wir hier. So schnell kann es gehen. Wenn wir schon von der Vergangenheit sprechen, willst du vielleicht mal beschreiben, wie euer Vertriebsprozess damals aussah und was vielleicht auch so, ich sag mal, die größten Herausforderungen waren? Ja, also ich habe kurz vorher angesprochen, wir haben 2004 angefangen, also wie es gut, ich habe angefangen, ich habe als Freelancer begonnen und habe angefangen, einfach Software-Dienstleistungen zu machen. Und grundsätzlich ist es so, dass der Kundenstock dann eben mit Mundpropaganda und mit Empfehlungen von Kunden funktioniert hat. Das heißt, ich habe dann einen Kunden gehabt, den ich als Freelancer bedienen können, oder zum zweiten Kunden und dritten. Irgendwann war es zu viel Arbeit, ich habe einen Mitarbeiter nehmen müssen. Da hat es dann angefangen, wirklich eine Firma zu werden. Und das hat so gut funktioniert bis zu einem Punkt, wo dann die Größe erreicht worden ist, wo Mundpropaganda leider nicht mehr ausgereicht hat. Das heißt, wir haben dann grundsätzlich dann auch nach Wege gesucht, Kaltakquise zu machen. Das hat sich halt als sehr schwierig ergeben in unserer Branche, weil wir grundsätzlich auch Vertriebler, die man vielleicht auch mal einstellen wollten oder mit denen wir zusammengearbeitet haben, dann immer das Problem gehabt haben, die gesagt haben, da gehen wir Produktkatalog, ich gehe jetzt verkaufen. Ich habe gesagt, naja, wir verkaufen Lösungen und Dienstleistungen. Und grundsätzlich ist es so, dass der Vertrieb bei uns so aussieht, dass wir einem Kunden etwas verkaufen, bevor er noch weiß, dass er es eigentlich braucht. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist oft so, dass man sagt, naja, wir brauchen keine ERP-Lösung und dann kommt ein Gespräch in Wirklichkeit drauf, dass sie ein paar Prozesse haben, die automatisiert und digitalisiert gehören, wo sie Geld einsparen können, wo sie zum Beispiel optimieren können im Betrieb, die Produktion und dann im Endeffekt dann durch das Gespräch auch dann wirklich verstehen, dass sie das Digitalisierung sicher oder dass sie ein Produkt brauchen auch für sich selbst, ein Softwareprodukt. Mhm. Mhm. Cool. Und grundsätzlich ist es so, dass wir eben mit euch dann in Partnerschaft dann in Wirklichkeit auch die Kaltakquise oder die Akquise von neuen Kunden halt skalieren können, halt besser. Mhm. Und das war auch der Grund, warum wir auch entschieden haben dann für euch. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir halt nur hauptsächlich Mundpropaganda und Klickenputzen was. Mhm. Okay, verstanden. Ich meine,
Willst du vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen, was letztlich auch so die wichtigsten Resultate waren, die ihr mit uns erreicht habt, weil wir arbeiten jetzt schon seit ein paar Monaten zusammen? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Resultate aus unserer Sicht sehr gut waren. Wir haben am Anfang nicht gewusst, was wir zu erwarten haben, weil, wie gesagt, ich war ein bisschen skeptisch, muss ich zugeben, haben wir eh schon gesprochen darüber, ja. Ich gedacht habe nicht, dass es ihr nicht schafft, sondern weil es einfach schwierig ist, ja. Wir haben uns, glaube ich, ausgemacht für das erste Quartal der Zusammenarbeit, dass wir irgendwo bei 1 bis 3% Interessenten haben von den Aussendungen. Und wir sind in Wirklichkeit bei 9% gelegen. Und das war sehr überraschend. Und grundsätzlich ist das, was wir uns erhofft haben, ist in Wirklichkeit Pipeline aufbauen. Das bedeutet, Leute, die man ansprechen kann, weil nicht jeder hat sofort was gebraucht. Aber wir haben aus diesen 9% haben wir schon auch umwandeln können in ein Projekt. Wir haben drei Angebote draußen. Wir haben ein Projekt, das gerade in Produktion ist. Wir haben Workshops momentan, die Vorangebot sind bei uns. Das heißt, das ist in Wirklichkeit, haben wir, dass wir es uns erhofft haben, dass wir einfach neue Kunden gewinnen können und die Chance haben, neue Kunden zu gewinnen, haben wir erreicht durch euch. Und das um einiges einfacher, als ich gedacht habe, muss ich zugeben. Hat mich Ja, da cool. überrascht und das freut uns auch sehr. Ja, nee, war auf jeden Fall ein sehr guter Start und ich freue mich auch vor allem über das erste Projekt, das wir da zusammen gewonnen haben und sicherlich auch die nächsten, die bald folgen. Von daher machen wir auf jeden Fall heiter weiter, wie man so schön sagt. Was meinst du denn, was, um das mal für die Zuschauer zu quantifizieren, was an Aufwand nötig gewesen wäre, um ja, letztlich dasselbe Resultat selbst zu erreichen? Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil grundsätzlich bei uns der Vertrieb halt hauptsächlich so war, dass es eben Mundpropaganda war. Das heißt, Kunden, die wir schon gehabt haben, haben uns irgendwie andere Kunden vermittelt oder sind wir eben durch Partnergespräche gekommen mit Leuten, die vielleicht auch Lösungen brauchen. Was ich halt schätze oder was wir so wahrscheinlich nicht zusammengebracht haben, ist aufgrund eurer Erfahrung, der Expertise in der Ansprache der Kunden und die Kaltakquise an sich. Das heißt, auf der einen Seite die Datenbasis, auf der anderen Seite, wie man die Leute anspricht, auch in der gemeinsamen Entwicklung der Ansprache, und die Qualität, die verbundene der Kontakte und der Ansprache. Das ist etwas, das wir auf jeden Fall schätzen bei euch. Und ich glaube, das hätten wir in der Form gar nicht geschafft. Okay, Also, verstanden. ich kann es leider nicht in Zahlen fassen, weil grundsätzlich, wir haben vorher halt den Vertrieb in der Form halt noch gar nicht gemacht. Und deswegen sind wir auch sehr positiv überrascht, dass das wirklich so gut funktioniert. Wem würdest du denn empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten? Ja, also grundsätzlich Firmen, die zeitlich eingespannt sind, die vielleicht nicht die Ressourcen dafür haben, weil was ich so mitbekommen habe, ist die Datenrecherche, die er macht, ist schon sehr viel wert. Und ich sage mal, die Datenbauer, die dann dahinter steht. Das heißt, auf der einen Seite reicht es ja nicht nur, dass man weiß, okay, man hat eine Datenbank wie zum Beispiel LinkedIn und den schreibt man halt an. Ja, grundsätzlich muss man sich wirklich dahinter klemmen, recherchieren, die Adressen raussuchen, die Ansprache sich überlegen. Und das ist etwas, das meiner Meinung nach sehr viel wert ist bei euch. Ja. Und alle, die sich das sparen wollen und einfach, wie gesagt, eure Expertise nutzen wollen, eure Zeit nutzen wollen, und den kann ich empfehlen, dass sie auf jeden Fall mit euch arbeiten sollen. Witzigerweise ist es so, dass wir durch die Unterhaltung, wir haben ein paar Kunden, die sehr freundschaftlich sind, die wir schon lange haben. Und in ein paar Gesprächen ist eben auch gekommen, dass wir jetzt mit euch ein Projekt haben, gemeinsam, wo wir jetzt Vertrieb machen und die Kaltakquise durch euch. Und die waren so interessiert, dass in Wirklichkeit dann beide Kontakt haben wollten zu euch. Und ich hoffe, dass das was wird natürlich. Also das sind schon zwei Vermittlungen, die wir euch weitergeben können und die waren auch begeistert nach unseren Beschreibungen. Naja, so schnell kann es gehen. Toi, toi, toi. Aber danke für deine Zeit heute, Karl. Auf jeden Fall Bitte. interessante Insights und es macht Spaß zusammen. Läuft gut und wir drücken die Daumen, dass das so weitergeht. Auf Ja. eine weitere und vor allem erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja, unbedingt. Also ich bin mir sicher, auch die Zusammenarbeit und auch die Betreuung ist wirklich sehr gut, auch sehr persönlich. Kann man alles nur empfehlen. Ja, macht immer wieder Spaß, zusammenzukommen. Stimmt. Ja. Vielen Dank, Karl. Liebe Grüße nach Wien und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.